So, jetzt müssten wir bloß mal herausfinden, ob hier vielleicht doch irgendwas ist, was wir scannen können. Aber es sieht nicht so danach aus. Hier sind überall diese tollen Terminals, diese Relikt-Terminals, aber ich glaube, die bringen uns momentan nicht so wirklich was. Das kommt dann vielleicht noch irgendwann, wie gesagt. Naja. Verbuchen wir das mal unter mitentdeckt. Für später aufheben und schauen wir mal, was wir als nächstes machen können. Ach ja, genau. Wir wollten rüber zum Aufklärungsposten. Zum nächsten. Das ist ja einfach nur nach Süden quasi. Sobald wir es irgendwie auf den Hügel hochgeschafft haben zumindest. Ah, geht alles. Kein Problem. Wir müssen den Nomad nur ein bisschen zwingen, dann geht das schon. Was sie da im letzten Kampf gemacht haben. Ich wünschte, ich könnte mich so bewegen wie sie. Wenn man mit vielen Geschwistern um den besten Platz am Esstisch kämpfen muss, lernt man schnell zu sein. Okay. Ich habe echt das Gefühl, die beiden mögen sich richtig doll. So, wir quälen uns hier mal hoch. Schaffen wir das? Ja, schaffen wir. Gut, jetzt müssen wir bloß mal kurz schauen, dass wir ungefähr in die richtige Richtung machen. Ja, Süd, Südost. So ungefähr. Sollte schon passen. Okay, wir fahren mal hier drüben lang. Ich weiß nicht, ob wir oben bleiben müssen oder runter müssen. Das werden wir dann hoffentlich gleich sehen. Oben sieht storytechnisch interessant aus. Okay, hier ist sowieso ein relativ flacher Anstieg. Da kann man auch mal problemlos wieder hochkutschen. Dann schauen wir uns erstmal das hier unten an. Hey, könnten Sie mir mal helfen? In Ihrer Nähe ist ein getarnter Pirscher. Ich habe ihn verloren. Könnten Sie einen Scan machen und mir sagen, wo er sich versteckt? Was? Moment, ich werde erstmal ganz kurz hier drüben schauen und mir das Lager dort mit anschauen. Hi. Es gibt auf World keinen Ort, der mit diesen Dingern sicher ist. Du hast mit mir geredet, ja? Finde ich den auf irgendeine Art und Weise? Wie finde ich den denn? Ist die Frage. Ah, okay. Ich habe tatsächlich den Zielmarker. Wenn ich mir gerade so die Lebenserhaltung anschaue, gehe ich wohl lieber wieder in den Nomad. Und fahre lieber hin. So, dann machen wir es lieber doch so. Sicher ist sicher. So, scannen kann ich ja nicht, wenn ich im Nomad sitze. Das ist natürlich doof. Okay, nochmal kurz auf die Karte geschaut. Ich hoffe, die Zielmarkierung ist relativ genau. Noch ganz kleines bisschen nach Osten. Ah, sieh mal an. Hab ihn. Hier drüben. Viel Spaß. Beeindruckend. Ich habe das Ding den ganzen Tag verfolgt. Danke für die Hilfe. Kann man den geheimnisvollen Scharfschützen kennenlernen? Warum nicht? Finden Sie mich. Willst du mich verarschen? Ich war doch gerade schon bei dir. So, aber den Nomad parke ich mal zwischen dieser Plattform und dem Eingang zum Lager. Protokolle aktiviert. Errichte Aufklärungsposten. Ja, sehr schön. So dachte ich mir das. So, dann gehen wir erstmal kurz zu... Wie ist er? Orev oder Draft? Ich weiß es gerade gar nicht, ob das ein O oder ein D war. In der Region sind Abortzonen verfügbar, Pathfinder. Ich habe sie ihrem Nav-System hinzugefügt. So, wir gehen erstmal kurz hier hoch. Hallo. Das war ein guter Schuss. Danke. Mein Vater hat mir das Schießen beigebracht, sobald ich alt genug war, um eine Waffe zu halten. Das Leben hier draußen muss hart sein. Er war Ihnen ein guter Lehrmeister. Er war immer vorbereitet. Hat dafür gesorgt, dass ich schießen, jagen und ein Lager aufschlagen konnte. Haben Sie hier draußen schon mal auf Relikte geschossen? Ich sehe sie nicht allzu oft. Ich habe gehört, es soll irgendwo ein großes geben, aber ich habe es nie gefunden. Kommen die Cat oft hierher? Nur ein paar. Die Patrouillen des Widerstands halten die meisten auf und sie kommen nicht durch. Ich kümmere mich um die Verstreuten, normalerweise Pirscher, wie der, bei dem sie mir geholfen haben. Schießen Sie auch mal daneben? Ich?
Niemals. Passen Sie auf sich auf. Wir sehen uns. Das kann ja jeder behaupten. So, okay. Das war ein kleiner Mini-Auftrag. Mal sehen, was es bei den Biologen für einen Auftrag gibt. Sind Sie hier, um die Yevara zu beobachten? Wen? Was sind die Yevara? Wenn Sie über den gefrorenen See laufen, können Sie sie unter dem Eis sehen. Sie leben seit Jahrtausenden auf Wold. Die Geschichten über die Yevara sind die einzigen angaranischen Volksmärchen, die die Geißel überdauert haben. Sie sind wunderschöne, intelligente Geschöpfe. Die engste Verbindung zu unserer Vergangenheit. Und jetzt werden ihre Leute sie jagen, bis auch der letzte von ihnen tot ist. Okay, was sind denn das genau für Viecher? Das würde mich schon mal interessieren. Mir war nicht bewusst, dass die Initiative auf Wold überhaupt jagt. Nicht die Initiative. Gesetzlose. Sie haben in den Monaten seit ihrer Landung schon 2 Dutzend getötet. Wir haben nicht die Ressourcen, um diese Wilderer aufzuspüren. Und der Widerstand hat auch so schon genug zu tun. Wenn das so weitergeht, wird unsere einzige Verbindung zu unserer Geschichte für alle Zeiten verschwinden. Ryder, die Yevara sind für die angaranische Kultur von entscheidender Bedeutung. Wir müssen diese Jäger aufhalten. Okay, ich kann mir bloß nicht vorstellen, dass die es schaffen, die ganze Art auszurotten, wenn es bloß ein paar sind, die wir jetzt mal schnell fertig machen sollen. Wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, um ihnen zu helfen. Wir sollten uns beeilen. Schließlich sind wir die Guten, aber ich will was über die Volksmärchen wissen. Das klingt interessant. Ich bin immer an Märchen interessiert. Märchen sind eine coole Sache. Sie sagten, es gäbe bei Ihnen Volksmärchen über die Yevara. Ja, aus irgendeinem Grund sind die Geschichten über die Yevara die einzigen, die die Geißel überdauert haben. Die meisten von ihnen drehen sich um dasselbe Thema. Ein Lied der Yevara, das so schön ist, dass es die Sonne hervorlocken kann und die Sterne enthüllt. Das sind natürlich nur Legenden. Aber wenn man seine gesamte Geschichte verloren hat, sind Legenden nun mal kostbar. Ich verstehe, warum ihnen die Yevara so wichtig sind. Nicht nur uns, sondern allen, Angara. Sie sind ein Symbol für das, was uns die Geißel genommen hat. Wir dürfen sie nicht verlieren. Das heißt, die Yevara sind das, was hier eben jene Geräusche macht, die hier gerade im Hintergrund ertönen? Okay. Sind das dann Wale vielleicht? Oder sowas in der Art? Erzählen Sie mir mehr über die Yevara. Sie sind beeindruckende Geschöpfe, die sich durch komplexe Lieder verständigen. Vor langer Zeit konnten wir diese Lieder selbst hören. Aber die Geißel hat die Yevara unter dem Eis eingeschlossen. Deshalb müssen wir uns jetzt mit verrauschten Aufnahmen begnügen. Wie können Sie unter dem Eis überleben? Das weiß niemand. Wir widmen unser Leben dem Studium dieser Geschöpfe, konnten aber bisher noch keine Erklärung finden. Sie sind von Nahrung und Sauerstoff abgeschnitten und schaffen es dennoch zu überleben. Meine Kollegin hier vertritt die Theorie, dass sie möglicherweise Relikte sind. Aber wir haben natürlich keine Möglichkeit, diese Theorie zu bestätigen. Es sei denn, wir ändern das Klima und tauen das Ganze auf, dann können wir das Ganze bestimmt mal sehen. Ich überlasse Sie dann mal wieder Ihre Arbeit. Ishare. Wie auch immer. Ja, die Wilderer werden wir noch verfolgen, aber erstmal, wenn wir uns auf jeden Fall das Lager anschauen. Ich weiß nicht, was für ein Lager das jetzt ist, aber wir sollten uns jedes anschauen, das wir das finden ist können. Techix, zumindest auf meiner Karte. Cool. Wir sollten so schnell wie möglich mit Baxel über ihren Bruder sprechen. Na dann. Ganz fix. Ist Techix also doch hier. Sinkt, Pathfinder. So, wo haben wir denn hier jemanden, mit dem wir reden können? Normalbereich, Pathfinder. Hier gibt's ja sogar richtige Räume. Wiederhergestellt. Sieh mal an. Bist du wichtig? Nein, aber ein Datenpad. Das lesen wir uns durch. Auftrag Axul. Ich habe Berichte von sporadischen Überfällen durch Stoßtrupps der Cat of Havale gehört. Ich will, dass ständig Patrouillen vor Taldies Wohnort stationiert sind. Keine Ausreden. Axul. Gut, wie auch immer. Wir gehen weiter und schauen uns noch ein bisschen hier um. Erstmal hier drüben rein. Ist das hier ein Durchgangsbereich? Sieht bald so aus, wa? Er ist freigekommen und hat mir nicht mal einen Höflichkeitsbesuch abgestattet? Hallo, Axel. Tut mir leid, ich kann nicht mehr sagen, aber der Auftrag von Niosh ist extrem wichtig und zeitkritisch. Nicht mal ein Anruf. Hallo, Schwester. Ich wollte dir nur sagen, dass ich noch lebe. Nicht mal das. Das ist eine Sache zwischen Ihnen und ihm.
bezahlt für einen Anruf wird ihr jedenfalls gehabt. Jedenfalls danke für die Information. Ich halte Sie über alle weiteren Funde und Entdeckungen auf dem Laufenden. Gut. Ende. Es ist also die Schwester von Nils, na dann. So, dann wollen wir mal mit ihr reden, sobald mein Marker es auch zulässt. Hallo? Ich würde gerne mit dir reden. Gerade eben ging's doch. Ich wollte sie bloß erstmal ausreden lassen. Jetzt will das Ding wieder nicht mehr. Also das ist echt manchmal ein bisschen seltsam. Jetzt. Wunderbar. Sind Sie Baxel? Ich habe etwas für Sie. Von meinem Bruder, der immer den Helden spielen muss? Ja, Enjek hat mir schon gesagt, dass Sie kommen würden. Mein Sohn Skiot hat gesagt, er hat Leute losgeschickt, um Nils zu retten. Ich dachte, noch mehr Opfer, aber zum Glück habe ich mich geirrt. Danke, dass Sie ihn rausgeholt haben. Sein Verlust hätte unsere Bemühungen um Monate zurückgeworfen. Das ist alles? Es geht ja nur darum, dass es die Bemühungen um Monate zurückgeworfen hätte, wenn er verloren gewesen wäre? Ist nicht irgendwie schlimm, dass es dein Bruder ist und er gestorben wäre? Ah ja, genau, hier gibt's das auch. ich glaube, das nehme ich in diesem Fall sogar mal. Familienmitglieder zu verlieren ist hart. Ich bin froh, dass ich Ihnen diesen Schmerz ersparen konnte. Danke. Dass Sie kompetent sind, ist bekannt. Aber noch nie hat jemand Ihre Güte erwähnt. Dann wollen wir doch mal sehen, was wir hier haben. Sterne und Himmel, das ist ein Plan der Cat-Einsatzzentrale. Eingänge, Ausgänge, Sicherheitsmaßnahmen. Wir können Ihre ganze Operation in die Knie zwingen. Moment, hier ist noch was. Oh, das ist nicht gut. Was? Die Eingänge zur Basis haben Schilde und sind mit einem Code gesichert, der geändert wird. Und zwar oft. Die Metadaten besagen, dass das hier vor Wochen heruntergeladen wurde. Sie werden den Code in Kürze wieder ändern. Wenn wir angreifen wollen, dann muss das jetzt geschehen. Ja, das ist ja nicht so schlimm. Schließlich sind wir ja da und wir schaffen das schon. Lassen Sie mich helfen. Sagen Sie mir, was ich tun soll. Der Deaktivierungscode für die Sicherheitsschilde ist verschlüsselt, aber ich werde weiterhin daran arbeiten. Ich habe Ihnen die Karte und einen Nav-Punkt für einen Seiteneingang mit weniger Wachen gesendet. Brechen Sie rasch auf, wir bleiben in Kontakt. Okay. Jetzt sofort meinst du also? Ich dachte, in der Zeit, in der wir jetzt hier auf dem Planeten sind, dass wir noch ein bisschen gechillt das Ganze angehen können. Oh, hier unten wird gekämpft. Hallo, darf ich mitmachen? Scheinbar nicht. Schön, erstmal saufen eine Runde. Huch, was war denn jetzt los? Okay, gibt's hier noch jemanden, mit dem wir sprechen können? Oder ist das Ganze hier tatsächlich alles bloß Deko? Ja, ein Händler, okay. Wie können Sie mir so etwas mitten auf der Straße vorwerfen? Hier. Sie sind ein Feigling. Das Gericht wird darüber urteilen. Und dann wird man Sie aus der Stadt jagen. Wie auch immer, wir sprechen mal mit Svanha. Wenn man von Aya gekommen ist, ist es dort immer noch so schön? Würde ich sagen. Es ist mit Abstand die schönste Welt, die ich in diesem Cluster bisher gesehen habe. Ich vermisse es schrecklich. Ich bin dort geboren. Ich habe meine Kindheit in warmer Luft und Sonnenschein verbracht. Ich werde nie vergessen, wie sich das angefühlt hat. Was verkaufen Sie? Ich handle mit denjenigen, die Dinge besitzen, die sie nicht mehr brauchen, dafür aber etwas benötigen, das ich habe. Was Händler halt so machen. Annehmlichkeiten. Nichts, was für Sie von Wert wäre. Was sind auf Wort kleine Annehmlichkeiten? Kleidung, Werkzeug, Kunst, Spielzeuge, was auch immer die Leute an glücklichere Zeiten erinnert. Dinge, an die sie sich im Dunkeln klammern können. Was meinen Sie mit denjenigen, die Dinge besitzen, die sie nicht mehr brauchen? Flüchtlinge, die alles mitgenommen haben, was sie tragen konnten. Je leichter ihre Last, desto einfacher ihre Reise. Und ich zahle gut. Okay. Das wäre dann quasi schon alles. Achso, zurückkehren ist kein Befehl für uns, sondern das ist ein Gesprächsthema. Alles klar. Wieso gehen Sie nicht wieder zurück? Mein Leben, meine Familie, meine Arbeit, das alles ist hier. Okay. Klare, prägnante Antwort. Tja, tut mir leid, dann wirst du hierbleiben müssen. Danke für das Gespräch. Danke, dass Sie mich an Aya erinnert haben. Beim nächsten Mal bringe ich Bilder mit. So, ich glaube, mit dem Händler müssen wir nicht reden, oder? Wir können ja mal ganz kurz schauen. Gibt's hier irgendwas Dolles? Weiß ich nicht. Die Waffe sieht aus, als ob sie gut wäre. Ich weiß nicht. Könnte sein. Ist immerhin Stufe 3.
Geld haben wir ja, von daher, lass uns die doch mal kaufen. So, bestätigen wir das Ganze mal. Ja, ja, ja. Und ansonsten können wir mal alle Bergungsgüter verkaufen. So. Was? Nein. Zurück. Bestätigen. Ja, genau so. Ja. Okay. Ich glaube, dann können wir uns mal wieder ranmachen. Oh, was? Nee, ich wollte gar nicht drauf. Ich wollte eigentlich rein in dieses Gebäude. Können wir uns wieder ranmachen, hier die Sache zu untersuchen, dieses Gebiet. Wollte ich sagen. Hallo? Ah. Es ist wirklich ziemlich dunkel, nicht wahr? Ein Glück, dass Marif hier Sonnenlichtlampen hat. So, ansonsten gibt es hier aber niemanden, mit dem wir wirklich sprechen können. Das ist sehr schade. Iridium, für uns. Wie freundlich. Können wir das eigentlich scannen? Nö. So, na dann. Scheint es das ja wirklich schon wieder gewesen zu sein. Was war hier gerade? Ah, ein Terminal. Da gehen wir natürlich noch ran. Erhaltene Nachricht. Tun Sie etwas von Skiert. Niemand auf Yara ist verfügbar, um nach Nirsch zu suchen. Seltsam, dass Commander Doxil so vorsichtig ist. Ist sie immer so? Ist Nirsch nicht einer ihrer besten Agenten? Reden Sie noch einmal mit ihr. Vielleicht hört sie auf Sie. Wenn nicht, muss ich selbst etwas unternehmen. Versendete Nachricht. Seien Sie nicht dumm, an Skiert. Tun Sie bloß nichts Unüberlegtes. Ich will, dass Sie in Sicherheit sind. Und Sie sind noch nicht bereit, sich dem Widerstand anzuschließen. Ihr Onkel und sein Team können auf sich selbst aufpassen, haben wir gesehen. Na klar. Wir holen sie zurück, aber wir müssen es geschickt anstellen. Suchen Sie weiter nach Hilfe. Irgendwann kommt jemand vorbei. Ich rede in der Zwischenzeit noch einmal mit dem Commander. Halt eine Nachricht, ich arbeite daran von Angic Doxil. Ah ja. Ich versuche jemanden zu finden, der Nils rettet. Ein Angriff der Cat hat uns kürzlich mehrere Top-Agenten gekostet, darunter auch ihren Bruder. Ich kann auch weitere Agenten losschicken, aber dann riskiere ich sie auch zu verlieren. Es ist eine delikate Abwägung. Aber ich habe Ephra um Rat und Verstärkung gebeten, wenn er sie entbehren kann. Er scheint jedoch durch neue Entwicklungen auf Aya abgelenkt zu sein. Bleiben Sie stark. Archivierte Nachricht. Hilfe bei den Klößen von Nils. Was? Ich brauche Hilfe bei Janjams süßen Klößen. Mein Teig ist klumpig und gleichzeitig zu flüssig. Ich weiß nicht, was nicht stimmt. Wie wär's mit Rühren? Ich habe die Formel genau befolgt, nur habe ich gemahlenes Uschaf verwendet, weil ich Jagemehl nicht vertrage. Dann habe ich ganz am Ende noch ein wenig gealtertes Tavum hinzugegeben. Ich dachte, ein kleiner Kick kann nicht schaden, aber das ist alles schiefgegangen. Also habe ich es durch eine Mühle gejagt und dann gekocht. Jetzt ist der Teig so. Ich verstehe das nicht. Ja, wenn du es komplett abänderst, dann kann es natürlich sein, dass da irgendwelche ungewollten Reaktionen stattfinden. Und hier haben wir auch jemanden zum Reden, da siehst du mal. Könntest du drüber springen? Danke. Hallo Marif. Sie sind dieser Pathfinder, nicht wahr? Ich habe von Ihrer Landung gehört. Willkommen im Aratan. Ich würde Ihnen ja einen Raum anbieten, aber eine Gruppe von Hijara hat gerade den letzten belegt. Mein Translator konnte das nicht übersetzen. Was ist ein Aratan? Es bedeutet Schutz vor der Dunkelheit. Es ist eine Herberge für Leute, die nicht auf dem Eis kampieren wollen. Wir sind der einzige Dar, der groß genug ist, um eine anbieten zu können. Also kommt jeder hierher. Ich beherberge Forscher von Hijara, Widerstandspatrouillen und gelegentlich sogar einige von ihren Leuten. Hier waren Menschen? Nein, Leute wie Sie. Die mit den Stacheln. Sie haben die Kälte gehasst. Ich musste sogar die Sonnenwärmer hochdrehen, um sie aufzutauen. Mit den Stacheln? Ach so, Turianer. Ach so. Was hat ein Turianer hier draußen verloren? Ich habe nicht gefragt. Ich nahm an, sie wären wie Sie und würden dem Widerstand helfen. Sie sind bisher noch nicht wieder zurückgekommen, also sind sie vermutlich noch irgendwo da draußen. Die Wilderer werden das sein, oder? Ich sollte jetzt gehen. Halten Sie sich warm. Die Wilderer sind also Turianer, na dann. Achso, hier waren wir ja schon drin. Okay, ich glaube, damit hätten wir jetzt auch dieses Dar soweit abgearbeitet. Techniks hätten wir dann also auch mal gesehen. Ich glaube, dann können wir uns wieder nach draußen begeben. Gut, gut, gut. Wir haben ja auch neue Aufträge bekommen, die uns wieder ordentlich beschäftigen werden. Waren wir hier schon drin? Ah ja, genau, hier war dieses Datenpad. So, na dann. Wieder hinaus in die Kälte. Minus 41 Grad. Ist das nicht ein Traum?
So, zum Glück gibt es zumindest hier minus 30 Grad, so schön kuschelig warm. So, schnell hier rein und dann schauen wir doch mal kurz auf die Karte. Hier oben gibt es Abbauzonen, okay, das ist jetzt aber nicht so ultra interessant. Was ist das hier? Erinnerungsauslöser, ja. Könntest du vielleicht den Marker wieder wegnehmen? Danke. Was ist denn das hier für ein Punkt? Steht nicht da. Optional den Catchhild beobachten, das Herz entfernen, okay. Das verlorene Lied, die Wilderer verfolgen, das sind wohl unsere nächsten Ziele, wie es aussieht. So, wir schauen aber mal kurz so. Hier drüben gibt es noch ein Ausrufezeichen. Ich glaube, da müssen wir aber doch mal auf den Berg drauf, kann das sein? So, hier Pflanzenproben, da Mineralien scannen und da ist auch noch ein Ausrufezeichen mit Blau drumrum. Ja, ist das jetzt in Tichix drin oder obendrauf, ist die Frage. Ich glaube, wir müssen mal drauf. Lass uns doch mal obendrauf fahren. Kann nicht schaden. So. Ich habe nicht Lust, schon wieder in die Höhle reinzugehen. Ich will lieber ein bisschen an der Oberfläche bleiben und mich von den Blizzards hier oben fertig machen lassen. So, okay. Das sieht nämlich ziemlich spannend aus von oben. Ich will mal wissen, was das da ist. Über die Korganischen Rebellionen gelesen. Okay. Ihre Freundschaft mit Drake ist nicht typisch für das Verhältnis zwischen Korganern und Turianern. Könnte man so sagen. Das mal als Kompliment. Der alte Bastard kann einem nämlich ganz schön auf die Nerven gehen. Ich glaube, Sie wissen, dass ich auf etwas anderes hinaus wollte. Haben wir hier was? Nee, das ist bloß irgendeine Eisecke. Gut, schauen wir uns das hier von mal an. Ach, das ist auf der anderen Seite, wie es aussieht, ha? Doof. Dokumentiertes Mineral in der Nähe, Pathfinder. Ja, schön, schön. Mich würde aber das da drüben eigentlich interessieren. Das ist aber eher dort. Okay, dann müssen wir also doch mit dem, was wir hier haben, vorlieb nehmen. Mineralien scannen, ja, das können wir dann jetzt mal mitmachen. Das ist wahrscheinlich auch unten in Tichix, ha? Kurz umschauen. So, wird das mit eingezeichnet oben als Zielmarkierung? Nein, da muss ich doch nochmal kurz schauen. Ich habe doch irgendwie gerade nicht aufgepasst. Okay, das sollte hier in Richtung Eiskante sein. Haben wir hier irgendwo was? Hopsa, ah hier. Sieh mal an. Eine Platinprobe. Nice. Einsammeln kann ich die nicht. Aber wir sind wieder ein bisschen mit dem Scan der Mineralien vorwärts gekommen. So, und dann schauen wir mal ganz kurz, ob das hier drüben tatsächlich ist oder doch eher unten im Loch. Ah, wohin zeigst du denn? Ist ja seltsam. So, wir müssen ein Stück nach Nordosten. Direkt hier sollte eigentlich ein Lager sein, aber das ist dann wahrscheinlich auch unten drin in Tichix. Ach Mensch, sowas kann ich gar nicht leiden, wenn du mehrere Ebenen hast. Und dann nicht weiß, auf welcher du nach irgendwas suchen musst. So, hier oben ist nämlich rein gar nichts. Cool. Das freut mich ja total. Sowas kann ich absolut leiden. Naja. Was willst du machen? Okay, das heißt, hier haben wir jetzt eigentlich nichts mehr. Doch, eine Pflanzenprobe, die wir noch sammeln können, die wird wahrscheinlich auch eher hier oben sein. Ich weiß es nicht. Ach, das sind aber alles so Sachen, die will ich eigentlich gar nicht jetzt hier im Let's Play machen. Ich muss ja sagen, ich habe auch nicht so viel Zeit. Vielleicht mache ich dann auch einfach an der Stelle eine Pause und werde dann diese ganzen Sachen abseits der Aufnahme sammeln. Ich glaube, das wird wohl so aussehen, damit es nicht so ultra lang hier ist, dass wir uns auf Vault aufhalten in der Aufnahme, im Let's Play. Denn ich muss sagen, so langsam ist die Kälte doch ein bisschen, also dieses ewige Eis. Zumindest geht es mir so. Deswegen, würde ich mal sagen, wir schauen uns beim nächsten Mal weiter um, wenn ich dann ein bisschen hier mich heimischer eingerichtet habe, sozusagen. Also noch ein paar Abbauzonen eingerichtet und alles mögliche an Nebenmissionen, was so nicht allzu wichtig ist, mit abgearbeitet habe. Und dann wird es beim nächsten Mal vor allem darum gehen, dass wir die Cat-Basis stürmen. Und da wird es wahrscheinlicherweise wieder ordentlich Action geben. Mensch, da drüben ist ein ordentlicher Sturm um den Berg drumherum. Okay, also beim nächsten Mal wieder viel Action hoffentlich und bis dahin macht's gut und haut rein. Bis zum nächsten Mal.